La forêt occupe 32% du territoire national. Elle est un habitat inestimable pour la faune et la flore. Et elle produit aussi une ressource renouvelable, le bois, qu'on peut utiliser dans différentes infrastructures et aussi comme produit ou de manière énergétique. La forêt est gérée de telle manière à ce qu'on garantisse sa multifonctionnalité ainsi que toutes ses prestations. Les propriétaires forestiers, par leur gestion des forêts, apportent une ressource renouvelable, notamment le bois qui est traditionnellement utilisé en Suisse dans l'habitat, mais aussi pour se chauffer. Cette longue tradition est connue aussi sur un know-how qu'on a de la forêt jusqu'au produit final. C'est ce qu'on appelle la plus-value économique aussi. Ce qui est intéressant, c'est qu'avec la ressource bois, la forêt et le bois ensemble contribuent à la politique énergétique du pays, à la politique climatique et par la gestion de la biomasse aussi à une politique des ressources naturelles. C'est la loi forestière qui pose le cadre de toute action, ce qui est possible et pas possible en forêt. La loi forestière pose aussi le principe de subsidiarité, c'est-à-dire que la Confédération travaille avec les cantons qui eux-mêmes travaillent ensuite avec les propriétaires forestiers. On assure ainsi une collaboration entre tous les échelons politique et aussi de l'administratif finalement. La politique forestière est quant à elle l'instrument qui explicite la mise en œuvre de ce principe de subsidiarité. La pression sur la forêt est grandissante, on le remarque avec d'une part le réchauffement climatique, mais aussi des attentes sociales et économiques toujours plus grandes sur la forêt. On se retrouvera vraiment dans un endroit dans lequel on va devoir faire une pesée des intérêts entre d'une part l'utilisation et de l'autre côté la protection. Et ces deux éléments ensemble, cette pesée d'intérêts, va permettre de garantir la multifonctionnalité à long terme. La vision du futur, c'est qu'une forêt puisse remplir toutes ses fonctions et prestations en tenant compte de ses contraintes. Il va falloir l'accompagner pour qu'on ait rapidement cette garantie de la multifonctionnalité et des prestations forestières. Der Schweizer Wald gehört rund 250'000 Waldeigentümer. Davon ist die grosse Mehrheit private. Es gibt aber auch Gemeinden, verschiedene Kantone und den Bund, die Waldflächen besitzen. Grundsätzlich könnte man den Wald theoretisch sich selber überlassen und wir müssten den nicht unbedingt bewirtschaften. Allerdings möchte man natürlich den einheimischen Rohstoff Holz als CO2-neutralen Baustoff und Energieträger sehr gerne nutzen. Und der Wald bietet natürlich auch verschiedene Funktionen gegen Lawinen, Hochwasserschutz, Steinschlag, nur wenn er wirklich aktiv bewirtschaftet wird. Der Wald hat je nach Standort verschiedene Waldfunktionen. Im Schweizer Wald wachsen rund 10 Millionen Kubikmeter Holz pro Jahr. Das ist ein sehr wertvoller, CO2-neutraler Rohstoff, den wir gerne nutzen möchten, weil wir natürlich da auch Erdöl, Gas, Beton und Stahl ersetzen können. Dann sind natürlich die Schutzfunktionen des Wald sehr wichtig. Wir sehen hier gerade einen Standort mit einer Felswand, wo immer wieder Felsbrücken abbrechen und nachher durch die stehenden Bäume im steilen Wald aufgehalten werden, sodass die Menschen unten dran und die Infrastruktur geschützt werden kann. Dann hat der Wald sehr eine wichtige Funktion für die Erholungssuchenden, für Freizeitsportler, die sich im Wald erholen wollen. Wir wissen, dass der Wald ein grüner Wald ist, der Blutdruck senkt und die Leute entspannt, die durch den Wald spazieren. Auch das ist sehr wichtig. Wie natürlich auch Trinkwasserspeicherung im Wald, die Filterfunktion vom Waldboden fürs Trinkwasser sehr wichtig ist. Für die Biodiversität ist der Wald ein Rückzugsort für viele Tiere und Pflanzen. Wir sehen hier seltene Tierarten und Pflanzenarten, die man sonst zum Teil im offenen Feld fast nicht mehr findet. In der Schweiz wächst Jahr für Jahr mehr Holz nach, als das, was wir nutzen. Es gibt verschiedene Baumarten, die wir nutzen, verschiedene Qualitäten und ein Teil davon ist gar nicht geeignet für den Hausbau oder für die Möbelherstellung. Darum ist es durchaus sinnvoll, dass wir das Holz als CO2-neutralen Brennstoff nutzen. In der Schweiz hat es noch ein sehr grosses Potenzial von ungenutztem Holz und das ist sehr gut geeignet für die Holzenergie. Wir könnten durch das Holz
noch rund 500.000 Häuser heizen und durch das 500.000 Tonnen Heizöl einsparen. Das wäre mir natürlich sehr ein grosses Anliegen und ich würde mir wirklich wünschen, dass mehr Holz eingesetzt wird als Brennholz für die Holzenergie. Durch den lokalen Brennstoff mit kurzen Transportwegen können wir sehr viel bewegen für unser Klima, für unsere Umwelt und für einen gesunden, stabilen Wald. Von der Waldbewirtschaftung hängen sehr viele Jobs ab. Wald- und Holzindustrie sind etwa 100.000 Arbeitsplätze in der ganzen Schweiz. Und darum ist es sicher wichtig, dass man auch in Zukunft Schweizer Holz braucht. Am Anfang kommt der Förster, begutachtet das Waldstück, das er möchte holzen lassen. Er die Bäume anzeichnen, die raus sollen, und erstellt das Anzeichnungsprotokoll. Anhand von dem vergibt er einen Auftrag an Forstbetriebe, Unternehmer und die holzen nach den Vorgaben des Förster. Nachdem der Baum gefällt ist, transportieren wir an die Strasse und dort teilen wir es nach Sortiment aufteilen. Die guten Stämme gehen in die Zagerei und in die Industrie weiter. Und den Rest verarbeiten wir vor Ort zu Hackschnitzel verarbeiten und machen noch Scheitel daraus. Wir haben in der Schweiz ein relativ strenges Waldgesetz, das genau vorgibt, was man machen und was nicht. Und da drin ist auch geregelt, dass man nicht mehr Bäume nutzt, weder dass sie nachwachsen. Es ist zum Teil sicher richtig, dass Brennholz aus dem Ausland günstiger wäre. Das ist natürlich ökologisch ein völliger Stumpfsinn. Es wächst in der Schweiz immer noch mehr Holz nach, wie das genutzt wird. Und darum finde ich es relativ wichtig, dass man Schweizer Holz braucht. Hauptursache für die Klimaerwärmung ist die Anreicherung von CO2 in der Atmosphäre. Das Verbrennen von Holz ist weitgehend CO2-neutral, weil damit ein natürlicher Kreislauf nachgeahmt wird. Die Bäume, die bauen ihre Biomasse ja auf, unter anderem aus CO2. Sie brauchen dazu auch noch Wasser und Nährstoffe und das Sonnenlicht. Wenn wir das Holz verbrennen, machen wir eigentlich nichts anderes, als diesen Kreislauf kurz zu schließen, könnte man sagen. Das heißt, das CO2, das wird dann halt beim Verbrennen sehr rasch freigesetzt. Der Klimawandel ist verbunden mit Erwärmung, also höheren Temperaturen, und mit Trockenheit, vor allem im Sommer. Und das ist genau die Zeit, wo die Bäume viel Wasser brauchen für die Photosynthese. Und deswegen bedeutet der Klimawandel für die Bäume grundsätzlich einmal Stress. Dazu kommt, dass geschwächte Bäume dann anfälliger sind auf Schädlinge. Holzheizungen können einen gewissen Beitrag zum Klimaschutz leisten. Der Grund dafür ist, dass das CO2, das beim Heizen mit Holz in die Atmosphäre freigelassen wird, dass das vorher ja von den Bäumen in der Biomasse gebunden wurde. In dem Sinne ist Heizen mit Holz klimaneutral und Holz kann daher einen Beitrag leisten an den Klimaschutz. Natürlich dürfen wir den Wald nicht übernutzen, aber wir sind im Moment auch noch weit davon entfernt. Mit vermehrter Holznutzung könnte man den
Verbrauch an Holzenergie, die Verwendung als Holzenergie natürlich noch deutlich steigern und damit auch einen wichtigen Beitrag an den Klimaschutz leisten. Also als Architektin habe ich einen umfassenderen Auftrag. Das heisst, ich rede mit Bauherren nicht prinzipiell gerade am ersten Schritt über Holzheizungen reden oder über Heizung allgemein, sondern ich versuche, einen Denkprozess anzustoßen. Ich versuche, Bauherren Fragen zu stellen, damit sie wie eine Haltung entwickeln können. Wenn man aus dem Fenster schaut, sieht man, man ist umgeben von Holz. Also Holz ist bei uns wenigstens ein allgegenwärtiges Produkt. Und darum ja, empfehle ich eigentlich, oder versucht, das den Bauherren auch nachzubringen, also das heisst in der Konstruktion sowohl wie auch zum Heizen. Wenn man jetzt das Haus hier anschaut, dann hat man hier bewusst regionale Produkte gewählt, das heisst aus der umliegenden Umgebung hat man Fichtenholz, Lärchenholz und Arvenholz eingesetzt. Und wenn man jetzt sieht, ja gut, man hat jetzt hier ganz schöne Bretter, es sind eigentlich viele Stück, dann geht es schon darum, dass man auch überlegt, was passiert mit dem Abfall. Und beim Holz sind es dann eben Abfälle, die im Wald entstehen. Und wenn das ein Bauherr begreift, es gibt einen Kreislauf, es gibt eine Holzkette, dann ja, ist es relativ schnell auch die Frage da, warum will man die nicht unterstützen. Das macht eigentlich Sinn. Umso mehr, dass man weiß, dass im Wald sehr viel zur Verfügung steht, dass man da sehr viel hat, wo noch exportiert wird oder wo nicht gebraucht wird. Also das hat noch Luft nach oben. Nicht zuletzt geht es auch darum, bei einer Holzheizung, dass man eben die Umweltfragen stellt, bei einer Heizung allgemein. Und es ist so, dass die Ökobilanz bei einer Holzheizung von der Alternativenergie am besten abschneidet. Wir sind CO2-neutral, das heisst, wir stoßen beim Heizen nur so viel CO2 aus, wie das Holz auch wird produzieren beim Vermodern. Das heisst, man kann mit gutem Gewissen sagen, man tut der Umwelt etwas zu lieb. Und das ist heute eigentlich schon ein Thema, Klimaschutz. In casa nostra abbiamo installato un riscaldamento a legna combinato con dei collettori solari, sono sul tetto, e queste due fonti energetiche vanno in un accumulatore di 5.000 litri circa, dal quale posso ritrarre l'acqua calda per l'acqua calda e per il riscaldamento. Ma per me un riscaldamento a legna è importante, mi dà una relazione con la legna. Io personalmente posso andare a prendere la legna da solo, indipendentemente nel bosco, ho contatto con i forestali, prendo la legna, la porto a casa, la elaboro e posso bruciarla. È una relazione, con ogni legno so dove l'ho preso. Si può però anche comandare la legna, comprarla, ogni paese ha un servizio forestale che ha delle vendite, e quindi è possibile anche farlo senza andare da soli a prendere la legna. Da 20 anni vivo in Engadina e da quel tempo ho sempre riscaldato in qualche maniera con la legna o un piccolo riscaldamento in cucina, adesso abbiamo un salotto, anche un riscaldamento in cucina. Quindi abbiamo scelto un riscaldamento a legna perché è una passione di procurarsi la legna, procurarsi la materia per riscaldare, avere un contatto con la legna. Qui posso farlo bene perché ce l'ho vicino, abbiamo tanti boschi nella regione, è possibile farlo, lo faccio volentieri. E la legna è una risorsa rigenerabile, indigena, che è qui presa di mano, quindi per me non ho nessun dubbio che per me la scelta migliore è il riscaldamento a legna. Per il futuro desiderio forse che la gente utilizzi di più la legna per ardere, perché la legna in Svizzera soprattutto cresce, il volume di legna nei boschi aumenta e noi non sfruttiamo mai più quella possibilità di sfruttamento che è possibile e forse si potrebbe, sfruttando quanto cresce, aumentare o migliorare il consumo di legna. Noi venza co in la zona della Misteranza Serla a Schamf, in studiamento centrale. Noi studenza quel con legna ci resta della nostra fer. In più vengono scializie da Gott e scializie da Rezia, tutte le grigiume. In più vengono pannelli solari
termics sul tetz de las halles. Con quella ova ciode gens un ustiament le slinges e quelle slinges sum a schamf per la genencia, vizuaz, liceum alpinium e la zona da misteranza zuaz e derincia ori la flap. Ma con fortuna veramente ci aveva pronto al progetto al giusto momento. C'è la, per le energie è interessante avere energia alternativa, per avere una spurt in più per gli abitanti e per avere un progetto ecologico, penso che sia per tutti interessante. In più, quando noi fabbriciamo le linee, per più che le energie rinnovava l'infrastruttura in Genenze e uscendo anche due grandi disturbi e quindi sempre con l'altra fabbrica. Ma mi ha già visto, mi ha detto, mia visione fu venire autark della forza elettrica e dentro dall'air al CO2 c'è un'ascensore. Allora fu l'implante perfetto.